Oh Gott, hier brennt alles. Moment mal, ich habe mich mit eingeschlossen. Haben wir alles? Haben wir... Verschlossen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. Und es ist tatsächlich schon die Release-Version, die ich hier spiele. Bis auf einen Unterschied, und zwar kann man nach wie vor immer noch nicht die Plattformen bauen. Es ist lustigerweise sogar auch schon die gleiche Version gewesen, die ich jetzt die letzten zwei, drei Folgen gespielt habe. Das wurde mir aber irgendwie ein bisschen anders kommuniziert. Also es ist jetzt so, diese Version ist wie gesagt, entspricht der Release-Version, die ich jetzt hier spiele, mit Ausnahme vom Ende. Das wird nämlich tatsächlich erst am Release-Tag wirklich freigeschaltet, dass das dann auch jeder machen kann. Man kann jetzt aber schon sehen, welche Ressourcen man für die Startplattform braucht. Wie gesagt, hier, das ist ja das, was wir bis jetzt eigentlich auch immer schon gemacht haben. Man kann sich darauf vorbereiten, kann die Ressourcen organisieren. Und da fehlt uns ja jetzt auch noch ein bisschen was. Das heißt, da würden wir jetzt einfach mit weitermachen. Also ich würde jetzt hier mit dem Zyklopen in dieser Folge nach unten ins Vulkanbiom fahren, mir nochmal Kristallin, Schwefel und Kyanit organisieren, mit dem Bohrerarm vom Krebsanzug. Und dann müssten wir eigentlich alles haben. Was wir brauchen. Und wie gesagt, bald kommt dann auch am 23. oder am 24. das Update, wo es dann auch wirklich möglich ist, den Planeten zu verlassen. Das ist, wie gesagt, momentan noch nicht möglich. So, jetzt fahren wir aber erstmal wieder zurück zum Vulkanbiom. Da müssen wir jetzt nochmal hinfahren, denn wir brauchen Kyanit und wir brauchen auch Schwefel. Diese zwei Sachen, die gibt es da unten, denke ich mal, reichlich. Hoffe ich zumindest. Da ist der seltsame Eingang. Base 2 ist da hinten. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wo sind jetzt eigentlich nochmal die... Ah, da unten. Lost River. Genau, da müssen wir hin. Da fahren wir jetzt auch hin. Genau, also das ist jetzt auch der Grund, warum ich zum Beispiel auch keinen Livestream gemacht habe. Weil das Ziel von einem Livestream wäre ja jetzt gewesen, dass wir quasi, keine Ahnung, in 2-3 Stunden Spielzeit, wenn wir das dann streamen oder so, ne, dass wir dann halt es schaffen, am Ende dann den Planeten zu verlassen. So, aber da das jetzt ja momentan noch nicht möglich ist, mit dem Planeten verlassen, es geht halt wirklich dann erst am 24., werde ich jetzt erstmal noch keinen Livestream machen oder beziehungsweise, das habt ihr ja selber schon festgestellt, habe ich gestern keinen Livestream gemacht, beziehungsweise dann heute auch nicht. Das macht halt keinen Sinn, so richtig. Weil wir ja eigentlich die ganze Zeit jetzt doch nur Ressourcen farmen und das eigentlich Wesentliche ja gar nicht wirklich sehen können. Um das es uns ja eigentlich geht. Na, also, ich glaube, das ist die schlauere Entscheidung. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ist denn jetzt hier der Lost River schon wieder? Oh, warte mal. Da schreit es garstig hinter mir. Ich muss jetzt schon nach links, oder? Warte mal, ich muss mal kurz zurücksetzen. Irgendwie diese neuen Anzeigen, ich meine, das ist ja ganz nett, dass die jetzt kleiner sind und nicht mehr so stören. Aber es verwirrt einen auch irgendwie so ein bisschen. Weil man sie nicht mehr, finde ich, nicht mehr so ganz deutlich sehen kann, so finde ich. Also ich habe ein bisschen ein Problem, so zu sehen, in welche Richtung ich da jetzt fahren muss irgendwie. Hat alles Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Und einigen Zuschauern ist auch schon aufgefallen, dass sich das User-Interface ein kleines bisschen noch verändert hat. Also es haben sich definitiv noch einige Dinge verändert. Sag mal, ist hier einer hinter mir her gerade? Wartet mal. Ich glaube ja, oder? Ah! Ja, ich werde verfolgt, glaube ich. Schnell weg. Ja, warte mal, nicht Emergency Speed. Mach mal das. Gottes Willen. Werde ich noch verfolgt? Werde ich noch verfolgt? Jetzt war weg. Okay. Der Schild ist, glaube ich, das Schlauste, was man da machen kann. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich jetzt nochmal genau hin muss, um hier in Lost River reinzukommen. Hä? Was ist denn mit denen nicht richtig? Hallo? Gottes Willen, ey. Schweinerei. Ach nee. Mach Sachen. Ist das so? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Warte mal, ich muss mal gucken. Wer hat mich denn da jetzt gerade angegriffen? Vor allem, wo war denn jetzt der Lost River Zugang? Den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Okay, ich glaube, wir müssen mal kurz reparieren. Ja, toll, ey. So viel zum Thema mal schnell ins Vulkanbiom runter und, ne?
mal eben schnell nebenbei im Vorbeigehen. Pustekuchen. Irgendwas ist hier, irgendwas hat mich angegriffen. Ich glaube, es war einer von diesen Ghost-Leviathanen. Die haben jetzt nämlich mit der Release-Version an jedem Zugang zu dem Lost River, also direkt auch außerhalb, nicht so innen drin, sondern außerhalb, so einen verdammten Leviathan hinplatziert. Und das macht es natürlich jetzt sehr spannend, an den Viechern vorbeizukommen, ne? Also, das, also da überhaupt wieder hinzukommen in Lost River ist jetzt schon gar nicht mehr so einfach. So, da muss ich jetzt aber nochmal reinfahren. Hilft alles nichts. Denn hier ist ja der Zugang irgendwo. Müssen wir nochmal genau gucken jetzt. Lost River. So, wir sind jetzt 200 Meter tief. Ne, ich muss auch viel tiefer noch. Die Grafik hat sich auch nochmal verändert auf jeden Fall. Also da haben sie auch nochmal ein bisschen was besser gemacht, finde ich. Es sieht nicht mehr ganz so unscharf aus, obwohl ich jetzt eigentlich fast alle Features aktiv habe. Auch so Sachen wie Tiefenschärfe und so habe ich jetzt aktiv. Aber trotzdem sieht es nicht so krass unscharf aus wie vorher. Also sie haben noch, wie gesagt, nochmal einiges verbessert. Kann man sich jetzt mal... Das ist nicht normal, oder? Was ist denn hier los? Du wurde ja noch nie angegriffen. Hör auf. Scheißvieh. Was ist denn das für ein nerviges Vieh da draußen? Ich will doch nur in den Lost River rein. Ach was. Mach Sachen. Ich will doch nur zum Lost River, verdammt. Ja, hallo. Meine Güte. Wo ist denn hier nur dieser verdammte Eingang? Ich drehe am Rad. Ich sehe den nicht. Scheiße. Ah! Habe ich irgendwie Feuer oder so gerade? Warte mal. Brenne ich? Oh ja, ich habe Feuer. Scheiße. Oh Gott, hier brennt alles. Moment mal. Ich habe mich mit eingeschlossen. Haben wir alles? Haben wir... Verschlossen. Moment mal. Warum kann ich das auch nicht von innen reparieren? Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Jetzt habe ich mich eingesperrt. Hallo? Ist das Feuer jetzt aus? Oh Gott. Großer Gott, ey. Scheiße. Okay, alles gut. So, also wir brennen nicht mehr. So, jetzt muss ich erstmal... Muss ich erstmal reparieren, ne? Wie wir unschwer erkennen können, muss ich hier dringende Reparaturen jetzt vornehmen. Gott, hier ist ja überall alles kaputt. So, erstmal hier oben. Mach, reparieren! Mann, wenn das jetzt jedes Mal so ein Akt ist, in den Lost River zu kommen... Dann will ich da irgendwie nicht mehr hin. Meine Güte, ey. Das ist ja der Wahnsinn hier. Okay. Release-Version ist also auch nochmal ein Ticken schwerer geworden. Wie wir unschwer erkennen können. Das war ja bisher mal ein Spaziergang gewesen, hier rein und raus zu fahren. Und jetzt ist das ja hier eine Katastrophe, eine einzige. Aber macht es natürlich auch wieder ein bisschen spannend, ne? Man könnte ja schon argumentieren, dass es bisher eigentlich zu leicht war. So, hier ist jetzt der Lost River. Hier habe ich es jetzt gefunden, alles klar. So, jetzt müssen wir hier nur runterfahren. Wie viel Energie verbraucht eigentlich die Feuerlöschanlage? Ah, so viel nicht. Okay, ich mache mal die Lampen an, glaube ich, die Außenbeleuchtung. Dann sehe ich mehr. Ja, das ist viel besser so. Perfekt, so hier müssen wir jetzt runter. Hoffe ich mal. Ja, da unten ist es. Okay. Okay, okay. So, jetzt nicht vergessen. Wir brauchen Kyanid ganz dringend. Oh Gott, warte mal. Irgendwas habe ich jetzt hier. Ich bin hier aufgesetzt irgendwie gerade. Ein Stück nach vorne. So, und jetzt hier so einschwenken. Genau. Und dann nach unten. Wunderbar. Signalhorn. Genau. Brrrr. Müssen wir mal hier richtig machen. Ja, 4 Jahre war Subnautica jetzt tatsächlich in der Entwicklung.
Von diesen 4 Jahren habe ich das Spiel ja so knapp 2 Jahre eigentlich begleitet. Natürlich anfangs noch offscreen, also ohne Let's Play oder so. Und jetzt halt erst in der letzten Zeit nicht wirklich, oder? Ist jetzt nicht wahr. Ah, okay, das lädt sich wieder auf, alles klar. Schnell durchfahren. Es haben mir nämlich auch einige von euch geschrieben, dass dieser EMP von diesen Viechern, dass der halt nicht permanent ist. Also, dass der halt kurzzeitig nur ist und dann sich wieder auflädt. Also, die Batterien laden sich dann wieder auf. Also, wie gesagt, von den 4 Jahren Early Access habe ich jetzt halt 2 Jahre ungefähr so mitbekommen. Wie gesagt, am Anfang habe ich es halt immer mal so auszugsweise eine Zeit lang gespielt. Hab's dann immer bis zum nächsten Update immer so ein bisschen liegen lassen und hab's dann nochmal weitergespielt. Und jetzt zum Ende hin habe ich halt nochmal dieses Let's Play gemacht. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein Leuchtturmbeispiel für gelungene Early Access, kann man nicht anders sagen. Sie haben sich Ziele gesteckt, die erreichbar sind. Sie haben nicht irgendwas versprochen, was sie dann am Ende nicht halten konnten oder so. Weil das ist ja auch oft so ein Problem. Da habe ich gehört, das ist jetzt aktuell bei Conan Exiles ein großes Thema. So Sachen, die versprochen wurden, aber dann am Ende nicht gehalten werden und so. Aber egal, bei Subnautica wurden solche Fehler nicht gemacht. Die haben halt eigentlich wirklich ihre Linie durchgezogen. Haben regelmäßig Updates gebracht. Natürlich lag da auch eine entsprechende Zeit dann trotzdem noch dazwischen in dieser Entwicklung. Also 4 Jahre sind ja jetzt nicht gerade wenig. Aber in den 4 Jahren, finde ich, haben sie schon ein sehr gutes Spiel hingekriegt. Und das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Schon gut. Kann man nicht anders sagen, haben sie gut gemacht. Also ich freue mich dann drauf, morgen soll es ja dann soweit sein bei uns. Also quasi heute Nacht soll ja dann offiziell Subnautica aus der Early Access raus sein. Und da sind wir dann mal gespannt, wenn wir dann quasi morgen, bin ich dann in der Lage, dann auch wahrscheinlich mit dem Raumschiff dann abzuheben. Mal schauen, ob es uns gelingt, bis dahin die Ressourcen zusammenzuraffen. Also ich habe ja dann quasi nur noch heute Zeit. Aber wenigstens die wichtigsten Ressourcen, dass wir die bis morgen dann noch haben. Wie gesagt, das Kyanit und den Schwefel. Ich werde jetzt auch spaßenshalber nochmal hier im Scannerraum nach Schwefel scannen. Vielleicht klappt es ja, dass ich das dann hier gleich direkt oben finde. Wie viel Energie haben wir noch? 72%, das geht noch. So, wir machen mal die Außenbeleuchtung, würde ich sagen, mal wieder aus. So. Und dann schauen wir mal. Ich scanne jetzt mal, wie gesagt, nach Schwefel. Und dann kann ich auch gleich noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Denn wir haben ja hier unsere Wasserfiltrationsanlage. So, hinein. Welcome aboard, Captain. Genau, so, dann nehmen wir ein bisschen was mit hier. Und jetzt wollte ich nochmal gucken. Genau, scannen. Scannen, scannen, scannen. Im Scannerraum muss ich scannen. Hier nicht. Hier. Hier rum, darum. Und dann geht's los. Scannen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Heißes Gebiet. Ach ja, okay, da kann ich auch nach Hitze scannen. Interessant. Das ist aber, glaube ich, auch neu. Kristalliner Schwefel, genau, den brauchen wir. Gucken wir mal. Ah ja, da ist auch schon was lokalisiert worden. Da hinten. In der Suppe natürlich drin, das ist klar. 2 Exemplare direkt oben in der Suppe. Okay. Wir brauchen aber 3, glaube ich. Ah, das wird mir ja auch markiert, genau. Kann ich ja dann noch gezielt hin. 3 Stück, okay. Ich hole das jetzt einfach mal. Ich lasse den Scan einfach mal kurz laufen. Dann haben wir den Schwefel nämlich schon abgefrühstückt. Da brauchen wir nur noch das Kyanit. Ob ich da jetzt so reingreifen kann? Oder ist der kristalline Schwefel als Ressourcenvorkommen, also als abbaubares da vorhanden? Kann ich das abkrabbeln? Ah, das kann ich abkrabbeln, oder? Ja, das kann ich einfach mitnehmen, sehr gut. Dann machen wir das. Oh, guck mal, kommt richtig viel. Ah! Au. Da unten ist er. Schnell rein und schnell wieder raus. Ah, das spratzelt ganz schön. Aber was muss, das muss, kann ich da noch sagen. Ich könnte das auch mit dem Anzug sammeln, aber ich habe ja jetzt auch den widerstandsfähigeren Anzug an gerade, ne? Also ich habe ja jetzt den verstärkten Taucheranzug. Da kann ich auch kurzzeitig hier mal reintauchen.
Oder dass ich gleich irgendwie komplett weggespratzelt werde. Es tut natürlich trotzdem nach wie vor weh, wenn man da reintaucht, aber es ist nicht so schlimm. Jetzt geht alles noch. So, jetzt muss ich mal gucken. Schwefel haben wir jetzt genug? Gucken wir mal, gucken wir mal. Wo war denn jetzt hier die Station, die Startrampe? War doch hier gerade noch. Hier. Genau. Viermal brauchen wir sogar, okay. Ich hoffe, ich brauche dann nicht noch für was anderes Schwefel. Nickel haben wir ja noch. Oh, hier ist ganz viel Schwefel. Guckt mal, da können wir auch ganz viel holen. Da hole ich jetzt gleich noch ein bisschen mehr. Oder? Hier, da drüben. Die Einheit da, die holen wir uns noch. Bisschen Reserven haben ist, glaube ich, nicht schlecht. Ups. Nimm es mit. So. Sehr gut. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Ich bin jetzt auch halb tot. Aber ich habe noch ein Medkit, das ich nehmen kann, oder? Ja. Benutzen. Nehmen wir das jetzt einfach mal. So, dann stopfen wir dann im Zyklopen gleich mal in den Schrank. Und ich nehme auch noch ein paar Rubine mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das vielleicht auch noch brauche. Rubinchen, Rubinchen. Ich weiß nicht, ich glaube, für irgendwas brauchte ich Rubine noch. Ist das hier auch noch? Was ist denn das hier eigentlich? Nickel, ja, da haben wir aber noch. Ja, dann nehme ich mal lieber noch was mit. Wer weiß. Nicht, dass mir dann wieder ein Knubbel fehlt oder so. Kennen wir doch alles. Wäre ja nicht das erste Mal. So, und ich würde sagen, als aus dem aktuellen Anlass, aus Feier des Tages sozusagen, oder zur Feier des Tages, dass Subnautica halt aus der Early Access rauskommt, würde ich sagen, machen wir mal ein paar extra lange Folgen Subnautica, glaube ich. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Wenn wir mal ein bisschen länger machen sozusagen. Keine Ahnung, wir probieren mal so eine halbe Stunde anzupeilen. So XXL-Folgen. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich muss auch schnell den Scanner ausmachen, sonst ist die Base hier gleich ohne Strom. Der Scanner läuft nämlich die ganze Zeit. Versuchen wir mal jetzt hier in dieser Folge möglichst viel zu schaffen. Also ich will auf jeden Fall in der Folge das Kyanid noch bekommen. Mindestens. So, Moment, ich muss den Scannerraum erstmal ausmachen. Jetzt habe ich hier auch die ganze Zeit diese Anzeigen mit dem Schwefel. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Und ihr seht ja, wie viel Energie das oben abzieht, ja. Das ist schon... Sollte man schon unterbrechen dann auch. Also man sollte das nicht laufen lassen. Es sei denn, man hat natürlich so eine riesige Energiemenge in der Base, dass es egal ist. Aber wer kann das schon behaupten? Na, da muss man ja Unmengen an Kraftwerken bauen und so. So, erstmal hier essen. Wunderbar, 100%. Und dann machen wir uns mal auf den Weg ins Vulkanbiom und holen uns Kyanid. Vielleicht sollte ich vorher noch den Arm vom Krebsanzug mal austauschen. Nicht, dass ich das dann unten erst machen muss. So, das können wir ja, habt ihr mir gesagt, hier mitmachen. Oder hiermit. Genau. Den Krebswurfhakenarm, den behalten wir mal. Ihr habt mir schon gesagt, dass diese Torpedoarme eigentlich relativ sinnlos sind. Also, die machen eigentlich nicht wirklich viel Sinnvolles. Da machen wir gleich mal den Abbauarm. Den bauen wir da gleich mal ein. Und dann machen wir uns auf den Weg nach unten. Vielleicht sollte ich nochmal die Lampen anmachen. Ich glaube, das ist doch etwas besser. Dann los! Dann sind wir mal gespannt. Wir brauchen Kyanid. Ganz viel davon. Eigentlich nicht viel. Wir brauchen eigentlich nur noch einen weiteren Kristall. Aber ja, meine lieben Freunde. Man weiß ja nie, ne? Man kann ja vielleicht auch ein bisschen was auf Tasche noch mitnehmen. Weil ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, ob das dann tatsächlich nochmal verändert wird, was man braucht. Also, ob dann, wenn das Release dann erfolgt ist, ob ich dann noch ein paar andere Sachen vielleicht noch brauche für die Abschussrampe und für die Rakete und so. Vielleicht wird ja dann noch was hinzugefügt zum Schluss. Wie gesagt, noch ist es ja nicht komplett final, was ich hier spiele. Es entspricht schon vom Inhalt her der finalen Version. Allerdings fehlen dann doch noch ein paar Sachen. Also so wurde es mir kommuniziert, sagen wir es so. Also ich vertraue da jetzt einfach mal den Leuten, die mir das da erklärt haben, dass das auch stimmt. Also ich hoffe mal, das ist die finale Version. Aber wie gesagt, eigentlich müsste es so sein.
So, jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal hier runter. Ganz vorsichtig. Die Warper, da muss ich jetzt zum Glück keine Angst mehr vorhaben. Das Einzige, was jetzt noch stören könnte, wären halt die Larven, die sich festsaugen. Und das müsste ich ja eigentlich kompensieren können durch das Wärmemodul. Also eigentlich dürfte ich ja keine Probleme kriegen. Eigentlich. Aber wir wissen ja, wie das mit diesem eigentlich immer ist. Eigentlich ist das alles kein Problem. So, jetzt tauchen wir mal hier vorsichtig rein. Vorsichtig. Hä, aber jetzt ist es irgendwie wieder so, dass die Wasserfälle die Anzeigen wieder verdecken. Das war vorher doch schon mal gefixt. Irgendwie. Kann ich mich so dunkel erinnern, dass das schon mal gefixt war. Komisch. Manchmal ist das komisch. Wartet, ich darf nicht zu tief. Hier lang muss ich, genau. Zu den Lavaseen. Irgendwie, warte mal, ich muss doch die Außenbeleuchtung ausmachen. Ich glaube, sonst sehe ich noch weniger. Die blendet irgendwie so. So sehe ich ja gar kein Gestein da vor mir irgendwie. Ist schon besser, wenn ich es so mache. Klong, genau. So kann ich ein bisschen mehr erkennen irgendwie. So erkenne ich zum Beispiel da vorne diese... Hier diese Öffnung. Die hätte ich jetzt so nicht erkannt. Fahren wir mal da rein. Aber ist das der richtige Weg? Ich sehe irgendwie den Lava-Ausgang nicht mehr, den ich mir markiert habe. Sicher, dass ich hier richtig bin? Ah, ich glaube schon. Ich komme bestimmt hier irgendwie zum Lava-Biom. Irgendwie, irgendwo. Und nach oben kann man auch irgendwo raus, das weiß ich. Also so nicht nur da beim Baum, sondern auch irgendwo nach oben auftauchen kann man auch. Und ihr seht, wir gewinnen jetzt gerade auch wieder Energie. Wir sind jetzt hier wieder in so einer wärmeren Umgebung, wo wir Energie dazu gewinnen. Also wir sind jetzt hier schon wieder natürlich im Vulkanbiom. Und hier ist die Umwelt halt viel wärmer als alles andere. Deswegen produziert unser Wärmemodul Energie. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Genau, da drüben ist ein Spike. Dann gehen wir mal dahin. Oh, da sind ganz viele Spikes. Da nehmen wir jetzt mal ordentlich was mit, würde ich sagen. Muss aufpassen, dass ich jetzt da anhalte, wo wir nicht gefressen werden. Ich lasse den Motor einfach laufen. So. In Krebs einsteigen. Ich bin direkt über so einer Lavaspalte, habe ich angehalten. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut, dass ich es noch gecheckt habe. Kyanid abbauen. Dann los. Aha. Ja, ich glaube, das ist schon gut, dass wir heute mal so ein bisschen so eine Bonusfolge machen, die ein bisschen länger ist. Dann haben wir dafür für diese ganzen Sachen nämlich auch die Zeit. Dann schaffen wir das auch. So, da haben wir schon mal den einen Kristall, der uns noch gefehlt hat. Das ist gut. Jetzt brauchen wir noch ein paar mehr als Reserve. So ein paar Reservekristalle. Irgendwas macht neben mir ganz komische Geräusche, habe ich so den Eindruck. Irgendwas macht da seltsame, merkwürdige, zeternde Geräusche. Alter, ist das laut, dieser Bohrer. Das ist so heftig. So, einen haben wir hier noch, einen Kristall. Und flupp. Okay, so viel kam da jetzt irgendwie nicht bei rum. Schade. Na gut, wir haben hier noch ein paar andere Kristalle. Was ist das hier eigentlich? Gold! Okay, was ist das hier? Schwefel, oder? Das ist Schwefel, glaube ich. Aber wer macht denn hier so eine Geräusche? Wer pfeift denn hier so komisch? Das klingt echt so ein bisschen wie so ein Kombi. Wie so ein Ark-Kombi. Was ist das? Das kenne ich auch nicht. Das ist eine Lavablase. Das haben die hier auch nochmal überarbeitet, oder? Das sieht nochmal grafisch ein bisschen anders aus. Titan hätten wir hier auch noch. Aber wir nehmen jetzt erstmal Kyanid mit. Das brauchen wir jetzt dringender. Dann kann ich ja noch so einen Titanbrocken mitnehmen. Wir haben ja Platz im Zyklopen. Wir können ja einiges mitnehmen.
So, genau. Kyanit. Wir nehmen mal einen großen Schwung, wie gesagt. Wir geizen da mal jetzt nicht. Da gibt es jetzt keinen Grund zu geizen. Sehr gut, zwei Kristalle, wunderbar. Gib mir mehr, nochmal zwei Kristalle, sauber. Irgendwie habe ich das Gefühl, der da hinten, der war hohl innen. Da war irgendwie nichts drin. Bei dem hier sieht das schon anders aus. Aber irgendwie... Ah, jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt geht's gerade irgendwie nicht, aber... Jetzt funktioniert es wieder. Ich glaube, die, das ist jetzt wieder hohl hier. Da ist wieder nichts drin. Ja. Der war hohl, der ist einfach geplatzt. Okay. Ich habe schon wieder diese blöden Lava-Larve dran kleben. Aber wir haben ja hier auch ein Energiemodul, also Wärmekraftwerkmodul drin. Da ist das kein Problem. Da kompensieren wir das, was abgezogen wird durch die Larven. Weil die ziehen ja Energie ab, wenn sie sich dran heften ans Fahrzeug. Das kompensieren wir alles ganz easy. Los! Gib mir Kyanit. Gib mir mehr. Ich will mehr. Mehr, mehr, mehr. Los! Jawohl! Eigentlich ist das schlau, das hier unten zu machen, oder? Weil wir haben ja hier auch noch Titan und das ganze Zeug. Wir können eigentlich hier alles mitnehmen, was wir so brauchen. Guck mal, wir haben da Titan, da haben wir Titan. Da haben wir nochmal Nickel, wenn wir es brauchen. Und da haben wir Gold direkt vor der Nase. Es ist schon... Und Schwefel haben wir ja auch ganz viel. Ist schon intelligent, das hier zu machen. Hier unten. So, lass mich doch können. Jawohl. So, kann ich jetzt von hier eigentlich... Die Fracht... Ah, guckt mal hier. Ich kann die Fracht direkt rausnehmen. Nicht schlecht. Das machen wir doch gleich mal. Das ist doch mal eine Ausbeute hier. Dann packen wir gleich mal einen Frachtraum. So, jetzt ist nur die Frage, haben wir noch irgendwo Platz? Ja, hier ist noch Platz, sehr gut. Und hier? Hier ist kein Platz mehr, hier ist alles voll. Hier haben wir noch Platz. Und hier haben wir auch noch Platz. Wunderbar, okay. Also Kyanit haben wir jetzt erstmal genug, ja. Was fehlt denn jetzt noch? Wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Plastahl. So. Also wir haben ja jetzt erstmal, wie viele Ressourcen haben wir denn im Plastahl? Wir haben zwei Barren. Wir brauchen aber einen, zwei, drei, vier noch. Okay, und für Plastahl brauchte ich nochmal was? Plastahl, Plastahl, Titanbarren und Lithium. Genau, dann machen wir das doch jetzt mal, würde ich sagen. Aber vielleicht nicht so. Moment mal, was ist denn das hier eigentlich? Ach so. Lava-Larve. Lustig, dass man die von innen so durchsaugen sieht. So, rein in den Krebs. Dann holen wir uns jetzt hier noch das Titan, würde ich sagen. Das könnte eine schlaue Entscheidung sein. Wo war es denn jetzt? Es war doch hier gerade noch. Da hinten. Das nehmen wir jetzt hier noch mit. Oh, hier schön drüber hüpfen. Und dann geht's los. Titan abbauen. Denn umso schneller geht das nämlich mit den Titanbarren. Und umso schneller geht das dann auch wieder mit dem Plastahl. Und umso schneller geht's mit der Plattform. Dann haben wir die dann hoffentlich morgen direkt am Start. Das wäre doch cool. Wenn das klappt, wenn wir das hinkriegen. Ich muss eh mal gucken, wie ich das mache. Ich weiß halt nicht, um wie viel Uhr diese Features freigeschaltet werden von der finalen Version. Es könnte durchaus sein, dass ich das dann um 4 Uhr morgens oder so aufnehme. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet ja sehen, was in den Folgen dann kommt. Ja. Müsst ihr mal schauen. Ich weiß es momentan, wie gesagt, nicht genau. Also irgendwie, es soll ja ein Release-Livestream von den Entwicklern noch kommen. Und zwar soll der irgendwie nach unserer Zeit um 3.40 Uhr oder so am 23. Januar anfangen. Und die streamen dann irgendwie live aus dem Monterey Bay Aquarium in Kalifornien, ist das, glaube ich. Bin auch mal gespannt. Das will ich mir auf jeden Fall angucken, sagen wir es so. Muss ich halt ein bisschen durchhalten dann. Und da bin ich mal gespannt, ob man das dann danach, wenn man das dann danach alles machen kann, wenn das dann freigeschaltet ist, dann will ich das auch direkt aufnehmen dann morgen Nacht. Mal gucken. Oder heute Nacht. Für euch ist es ja heute Nacht.
Für mich ist es morgen Nacht. Weil ich nehme das hier am Montag auf. Ja, das ist wieder so eine Zeitreisensache hier. So ein bisschen. Aber ich bin mal echt gespannt auf das Release, auf die Release-Version. So. Wir haben's. Wir haben ganz viel Titan jetzt. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich habe zwei Quellen abgefahren. Wir gucken mal, wie viel das jetzt ist. Zur Not suche ich hier halt einfach noch ein paar Quellen. Und farm einfach noch ein bisschen weiter. Oh, genau. Immer rein da. So, dann gucken wir mal. Wie schaut's denn aus? Jawohl, das ist doch eine schöne Menge hier. Guckt euch das mal an. Da machen wir jetzt gleich erstmal Titanbarren draus. Das können wir hier direkt vor Ort machen. Wir haben einen Fabricator an Bord. Den ich übrigens selbst hier reingecraftet habe, falls sich der ein oder andere fragt, warum sein eigener Zyklop, wenn er den gebaut hat, keinen Fabricator enthält. Ihr könnt hier auch Schränke und alles Mögliche aufbauen. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt haben wir zwei Titanbarren und um Plastahl zu bekommen, brauchen wir noch Lithium. Da muss ich jetzt mal gucken, haben wir das noch an Bord? Das Lithium? Haben wir Lithium an Bord? Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Okay, dann brauchen wir Lithium. Das müsste ich jetzt natürlich erstmal suchen. Und ja, das gibt es bestimmt nicht hier unten. Ich weiß es nicht, ob es das hier unten im Lava-Biom ehrlich gesagt gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Etage höher gibt es das, definitiv. Na, da ist es kein Problem, das zu finden. An dieser Stelle würde ich sagen, ist aber auch erstmal diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Subnautica und dann möglicherweise schon mit der finalen Version, die dann auch das richtige Ende enthält. Und dann zeige ich euch das dann auch entsprechend. Da bauen wir dann die Plattform und hauen hier ab von dem Planeten. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.